Fresh. Herzlich willkommen hier im CubeTab Tonstudio. Mein Name ist Dennis Westermann und heute geht's mal wieder um Rap. Heute geht es um 5 Dinge, die du brauchst, damit dein Song gut wird. Beziehungsweise die 5 wichtigsten Dinge, die ein guter Rap-Song braucht. Also steigen wir gleich ein. Auf Platz 5 meiner Liste der wichtigsten Dinge für einen Rap-Song, für einen guten Rap-Song, ist, wie soll es anders sein, das Mikrofon. Mikrofon. Das richtige Mic. Und zwar nicht das Neumann-Mic oder das und das Mic und das teure Mic. Alles Bullshit. Vergiss es. Das Mic, was zu deiner Stimme passt. Das kann auch ein 100 Euro NT1A sein. Das kann aber auch ein 3000 Euro Röhrenmikrofon von Neumann sein. Was ich damit meine ist, krieg das aus dem Kopf. Ey, dieses eine Mic, das benutzt der auch und dann bin ich auch gut. Nein. Erstens wirst du nicht besser im Rappen durchs Mic. Das heißt, wenn dein Text scheiße ist, bringt dir das beste Mic der Welt nichts. Wenn dein Flow nicht stimmt, same. Und es ist halt so, manche Leute haben etwas höhere, etwas tiefere Stimmen, etwas mehr S-Laute oder etwas weniger und so weiter. Und dazu braucht man einfach das passende Mic. Darum Platz 5 der wichtigsten Dinge, das richtige Mikrofon. Platz 4, Akustik, Raumakustik. Die Akustik des Raums, in dem du aufnimmst. Warum ist das so wichtig? Man könnte ja meinen, man macht ja später im Computer sowieso da irgendwie Hall und solche Sachen drauf, dann ist das ja nicht so wichtig, hört man das nicht mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du digitalen oder auch von mir das analoge Hallgeräte, was auch immer, benutzen willst, dann ist das super scheiße, wenn auf der Stimme schon Hall drauf ist, weil Hall und Hall verträgt sich nicht gut. Das heißt, du musst so wenig wie möglich Raumklang haben für die Aufnahme. Was aber auch nicht heißt, dass diese kleinen hässlichen Holzboxen wirklich was bringen. Das ist der Tod für jede Stimmaufnahme. Das heißt, bau dir bitte keine Vocal Booths. Platz 3 der wichtigsten Dinge, die du brauchst, damit dein Song zum Hit wird, ist der richtige Beat oder das richtige Instrumental. Ich mag eigentlich das Wort Beat nicht so. Das entwertet die Arbeit so ein bisschen, weil eigentlich geht es um die Komposition, die Harmonien, die Musik halt einfach, die unter deiner Stimme liegt. Und das muss passen. Und mittlerweile gehen wir mit vielen Kunden daran und produzieren den Beat, das Instrumental, während der Rapper da ist. Und er schreibt dann den Text da drauf und wir passen das dann miteinander an. Und dann ist das halt Musik zusammen wie von einer Band. Und nicht irgendein Beat von YouTube runtergeladen, der schon 1000 Mal benutzt wurde und der halt eigentlich gar nicht zu deiner Stimme oder zu dem Song oder zu dem Thema passt. Darum der richtige Beat, das ist wichtig. Platz 2. Platz 2, damit dein Track zum Hit wird. Guter Text. Was soll ich mehr dazu sagen? Also der Text ist natürlich beim Rap mit das Wichtigste. Wir kommen ja gleich noch zu Platz 1. Also es wird noch getoppt von was anderem, aber im Prinzip ist natürlich die Message, der Text. Damit meine ich aber auch den Flow, den Groove, wie du das rüberbringst, wie du das betonst. Das ist schon super wichtig. Das heißt eigentlich, auf Platz 2 der wichtigsten Dinge bist du. Nicht der Produzent, nicht der Beatproduzent, nicht das Mikrofon, nicht die Akustik, sondern du mit deiner Performance, deinem Text, deinen Rap-Skills. Platz 1 der wichtigsten Dinge, damit dein Song zum Hit wird, ist natürlich, was soll ich sagen, deine Stimme. Die Vocals allgemein. Damit meine ich jetzt nicht den Text, das habe ich ja eben schon beschrieben, sondern wie sind die Vocals aufgenommen, wie sind die produziert. Das ist eigentlich bei fast, also 90% aller Musikarten so. Die Vocals stehen vorne. Die müssen klar sein, die müssen verständlich sein, die dürfen nicht wehtun, aber jedes Wort muss zu verstehen sein, auch wenn die Mucke ganz leise ist. Das heißt, das Wichtigste ist eine Kombination aus diesen ganzen Punkten, außer dem Beat natürlich. Also das Mic muss passen zur Stimme, die Akustik muss passen, wie das gemixt ist, der Text. Und das alles ergibt dann geile Vocals, die zusammen mit dem richtigen Beat dann deinen ersten Hit machen. Also, ich hoffe, das war informativ für dich. Abonnier den Kanal, bleib dran, bis bald. Mein Name ist Dennis Westermann vom CubeTab Tonstudio, as you already know. Chicka, 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 chicka.